So, ich hoffe mal, dass das Mikrofon hier ein bisschen besser funktioniert als letztes Mal. Es ist immer noch dasselbe Mikrofon am selben Handy. Also wahrscheinlich wird es nicht besser funktionieren. Ich hoffe, dass man mich trotzdem verstehen kann. Das hier ist eine Feige. Eine junge Feige. Ein Feigenbaby. Ein Feigenkind. Also Baby schon nicht mehr. Schon ein Kleinkind. Und hier wird das Team größer. Warum steht denn da diese Kanne? Keine Ahnung. Schon noch nicht gesehen. Da ist ein aufgeregtes Huhn. Und ich weiß, dass da noch ein aufgeregtes Huhn ist. Und ein aufgeregter Hahn. Ich weiß nicht, ob ihr das da hinten drin sehen könnt. Da ist Movement. Ja, die verkriechen sich jetzt aber auch langsam schon auf die Schlafplätze. Das eine Huhn ist hier einfach so dazugekommen. Dafür sehe ich leider seit gestern die Kükis nicht mehr. Kann sein, dass sie sich der Geier geholt hat. Was der Geier? Ja. Schöne Bougainville. Das Feigenbaby. Kaktussen. Von den Kaktussen haben wir hier echt viele. Und hier liegt echt viel von diesem Blödsinn auf dem Boden, wo ich nicht weiß, warum. Und noch nicht so ganz weiß, wohin damit. Aber das sind hier halt so die Sachen, wo man den ganzen Tag damit verbringen kann, sich zu fragen, wie mache ich das? Und dann herauszufinden, wie man es macht. Zwischendurch mal was anderes ausprobieren. Hier, das wird jetzt so morgen, übermorgen bei mir auch Sache sein. Hier nochmal wieder ein bisschen Luft in die Arbolis zu bringen. Da hinten, der hat es echt schwer nötig. Der muss mal ganz ordentlich beschnitten werden, der hat ganz viele Triebe. Ja. Ja, und dann habe ich heute schon angefangen, den Carport zu streichen und wir haben so ein bisschen Probleme im Internet hier. Wo bist du jetzt? Wo bist du hin, kleine Henne? Papak! Huhn! Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich ein weißes Huhn so cool verstecken kann. Aber es ist nicht so, als würde die hier in dem grünen Garten die ganze Zeit auffallen. Ja. Ach, und hier wird demnächst so viel wachsen und hier wächst schon so viel, ohne dass ich irgendwas machen musste. Und im Moment, wie gesagt, so erst Jahr wird es nicht zwangsläufig darum gehen, hier möglichst viel Essbares zu pflanzen, sondern ein Maximum an Biomasse hier rauszuholen. Im Moment sind das hier für mich alles Supportgewächse. Das ist die Vorstufe zum irgendwann was zu essen haben. Ja, hier ist der Lagata, die Do, die kleine Freche. Kommst du mit? Nee? Ja, kommst hier auch so durch gleich, ne? Kommst du hier so durch? Ja. Do, magst du lieber? Ach, ansonsten miaust du nachher nochmal das Tor wieder auf. Ja. Oh, I love it. I love it. Da ist die Mi. Hallo Mi. Kommst du auch? Bibi Mi. Ja, und dann ist da noch in Kürze schon wieder Rasenmähen dran und so. Ach, ich liebe es hier einfach. Es ist wie in einem Computerspiel. Es ist so, wie ich es mir immer erträumt habe. So wie ich die letzten Jahre davon gesprochen habe, so wie das in 2020 beschrieben ist, so wie das einfach, ja, so wie es sein soll. Es fühlt sich einfach alles richtig an. Und es sieht einfach schön aus. So, jetzt laber ich euch hier nicht weiter voll. Mal Hallo sagen, wenn ich das hier richtig rumgedreht kriege, Moment mal. Hallo! Ne? Und tschö mit F. Das war's für dieses Video. Könnt ihr liken, teilen, beschreiben, abonnieren.
in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas dazu einfällt. Habe ich schon teilen gesagt? Ja, ist mal klar. Oder einem Freund zeigen. Katzis hier. Zum Ende hier. Die Katze hinterm Gitter. Da, ja, Katze, das ist District 9. Das muss ich hier wahrscheinlich noch dran schreiben, weil hier sind die Hühner-Aliens. Willst du rauskommen? Du? Kommst du mal her? Komm. Du, die hört richtig gut, ne, die Katze. Die ist. Komm her. Komm. Komm, Baby. Sonst kommst du hier nicht raus. Du bist noch zu klein. Und dann kletterst du über diesen komischen Zaun und dann verletzt du dich. Und komm her. Ja. Das ist kein Vorführeffekt. Die hört einfach nie. Aber die ist ja auch erst, die sind ja gerade mal 2 Wochen bei mir, ne? Was soll die auch hören? Eine oder zwei? Boah, die Zeit vergeht hier so krass. So krass. Kann ich gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob es eine Woche her ist oder zwei. Doch, es müsste eigentlich 2 sein. Ja, weil Kara kommt jetzt ja demnächst zurück und die waren da bevor die, und die war 2 Wochen weg. Ja, müssen wir. Habe ich die schon 2 Wochen, die Katzen? Weiß nicht. Ja, schöne Badewanne habe ich auch. Ja, Katze, jetzt willst du doch wieder da rein, ne? Und ich glaube, die andere will da auch in den District 9 rein. Das ist Alien-Gebiet. Da laufen Hühner rum. Hühnerghetto. Die haben es auch echt scheiße hier, ne? Die armen Hühner, ey. Haben gar keinen Platz, ne? Ja. Täglich frisches Wasser muss man ihnen geben, habe ich gelernt, sonst legen die keine Eier. Wobei mir das im Moment noch so was von Schnuppe ist, ob die Eier legen oder nicht. Die sollen den Boden aufscharren und so. Dafür sind die hier, ne? Aber das machen die auch. Genau das machen die. Habe ich schon gesehen. Und freue mich, mein Herz hüpft jedes Mal, wenn ich das sehe. Do, sollen wir es nochmal versuchen? Fürs Fernsehen? Komm mal her. Soll ich das Tor aufmachen? So, kommen Sie rein. Du musst keine Angst vor dem Tor haben jetzt. Komm rein. Komm. Oder raus. So, geht doch. Ach, dann haben wir das wenigstens auch im Video noch schön hier. Ne? Verwurstelt. Dann haben wir Katzen mit hier die Sweetness-Faktor. Ne? Ja, du bist auch eine Süße, ne? Jetzt haben wir hier. Guck mal, die Süße, du. Und dann ist noch eine andere Süße. Ist die Mimi wieder? Ja. Klopft euch. Das ist so schön, wie die miteinander spielen. Echt. Das sieht nicht nach Spielen aus. Oh. Lernen wir was anderes als das Katzenklo zuzuscheißen? Es bleibt spannend. Sie macht es echt spannend. So? Da, es geht los. Nee, doch nicht. Kackst du jetzt oder nicht? Doch, kackst, ne? Alter. Ja, ist ja gut, so könnte ich auch nicht. Alles klar. So, ich verabschiede mich mal und sage tschüss und bis bald. Macht's gut, habt euch lieb. Und so weiter. Ne? Wisst, wie es geht.